Es ist in der Tat ein großes Problem. Wir sehen es ja auch bis zum Endverbraucher dann, das Thema Inflation, wo vor kurzem die EZB-Führung ja noch gesagt hat, es sei nur kurzfristig, es müssen sich die Herrschaften im Präsidium korrigieren, weil es uns alle betrifft. Es ist nicht nur ein Thema der Industrieunternehmen, sondern von allen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und in der Tat, neben Corona, Fachkräftemangel, eine nicht mehr so richtig funktionierende Bürokratie, ist natürlich jetzt diese ganze Energiepreisthematik eine zusätzliche Belastung. Es ist vielleicht ganz interessant, sozusagen frisch aus der Presse. Nächste Woche werden wir das IHK-Konjunkturbarometer, das ist eine Umfrage unter den bayerischen Unternehmen, veröffentlichen im Rahmen unserer Pressekonferenz. Und ich glaube, so viel darf ich hier in der trauten Runde verraten. Es ist allerdings auch kein Geheimnis und nichts Sensationelles, aber neben dem Fachkräftemangel sieht die bayerische Wirtschaft, und ich denke, das kann man auf ganz Deutschland projizieren, die Energiepreisentwicklung nicht nur mit großer Sorge, sondern als einer der großen Hemmnisse für 2022, jetzt mal kurzfristig gedacht im Hinblick auf die Entwicklung der Geschäftsmodelle, die Entwicklung der Geschäftssituation, die ja auch trotz Corona in einigen Branchen ganz gut gelaufen ist. In manchen Branchen, Veranstaltungen, Messewirtschaft, Gaststätten, Hotellerie und so weiter. Es ist ja alles bekannt, lief es natürlich nicht so gut wie in der Industrie, im Handel, Großhandel, Einzelhandel. Zum Teil hatten wir da wirklich sehr gute Ergebnisse. Ist vielleicht auch ganz interessant für die Zuhörer oder Zuseher, wenn ich das sagen darf, dass wir in Bayern ja die IHK haben, die sich mit der Bearbeitung dieser ganzen Hilfsanträge beschäftigt haben. Es sind mittlerweile 9,2 Milliarden Euro ausgezahlt worden. Die Auszahlung macht nicht die IHK, sonst ging es sicher schneller, sondern die Bearbeitung der Anträge zur Auszahlung von was auch immer für Hilfen wird von der IHK vorgenommen. Und der Fachkräftemangel, ich weiß gar nicht, ob das der Politik wirklich so scharf, messerscharf bekannt ist. Und das verschlimmert natürlich die Situation auch im Hinblick auf die Rohstoffpreise. Wir reden ja nicht nur über den Energiesektor insgesamt, sondern auch die Rohstoffpreisentwicklung ist gewaltig. Plus Hunderttausende werden es sein, nach unseren Berechnungen circa 600.000, 630.000 Fachkräfte, die in den nächsten Jahren fehlen werden, alleine in Bayern. Das kann man dann auch wieder hochrechnen auf Deutschland, was das bedeutet. Das heißt, der Wohlstand wird neben den ganzen anderen Themen, die zu diskutieren sind, im Hinblick auf den Umbau der Wirtschaft, der Begriff Transformation gefällt mir persönlich nicht ganz so gut. Aber wenn ich das sozusagen dieses ganze Konglomerat und die zum Teil wirklich für Einzelunternehmerinnen und Unternehmer, für kleine Betriebe kaum mehr nachvollziehbaren Spielregeln, die aus Brüssel kommen, ich sage nur Sustainable Finance Regulation, ich sage nur die Corporate Governance Regulation, die kommen wird. Das Lieferkettengesetz, die CO2-Bepreisung, der Green Deal, also insbesondere die Taxonomie, die ja völlig absurde, zum Teil wirklich absurde Vorgaben beinhaltet. Der Handel ist zum Beispiel nicht bedacht im Rahmen der Taxonomie und wird vor allem auch der grüne Handel, zum Beispiel Solarmodulhandel und ähnliches, ist hier nicht mit eingebunden. Ich habe mir erlaubt, das sozusagen im Gesamtkontext das mal darzustellen. Es geht nicht nur um Energie. Preise jetzt noch zusätzlich, sondern es ist die Corona-Situation, Fachkräftemangel, Energiesituation, aber auch die vielen Vorgaben und Regularien und administrativen Vorschriften, die die Wirtschaft mehr und mehr strangulieren. Und ich höre von der Politik, nicht von Ihnen, Herr Streibel, aber von anderen und vor allem auf der internationalen Ebene. Wenn Sie einen internationalen Konzern führen, da hast du ja dauernd auch mit politischen Kollegen zu tun. Ich höre immer, ja, bisher ist noch keiner insolvent gegangen, warum regen Sie sich eigentlich auf? Ja, wir regen uns deswegen auf, weil die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft massiv geschwächt wird. Und das gilt dann natürlich für Bayern ganz besonders, weil wir eine Exportnation sind, beziehungsweise ein Exportland sind. Und die Regularien, die jetzt auf uns zukommen und die administrativen, sagen wir mal, Probleme, die wir da sehen, die werden die Unternehmen zusätzlich belasten, der Nachhaltigkeitsreport und alles Mögliche. Und in diesem gesamten Kontext muss man das Thema Energiepreise sehen. Ich bin sehr dankbar übrigens, dass noch die alte Bundesregierung den Gesamtbedarf, der bei circa 600 Terawattstunden lag, auf 750
oder gut 700 hochgesetzt hat. Das dürfte immer noch nicht reichen, wenn ich an die Elektromobilitätsthemen und so weiter denke. Aber das hat natürlich eine Rückkoppelung auch auf das, was Frau Professor Günther gesagt hat, nämlich haben wir genügend Energie, Ressourcen, um sowohl Strom, Wärme, Industriestrom vor allem sozusagen kapazitativ abzusichern, dass wir alle unseren Job erledigen können und hier so weiterleben können wie bisher, auf dem Niveau zumindest. Und da gibt es schon einige Fragezeichen im Hinblick auf die gestiegenen Bedarfe, Energiebedarfe, und zwar meine ich wirklich alles und jetzt nicht nur die Steckdose, haben wir die Möglichkeiten in der kurzen Zeit, die sich die neue Bundesregierung gegeben hat, das alles sozusagen einzufahren. Die Großhandelspreise jedenfalls im Strom- und Erdgassektor haben sich in den letzten gut 15 Monaten vervierfacht. Und ich glaube, das sagt auch im Laien, wie schwierig, oder zeigt im Laien, wie schwierig es für die Unternehmen ist, vor allem die energieintensiven Unternehmen, hier wettbewerbsfähig im internationalen Konzert zu bleiben. Das mal vielleicht so zur Als Einstellung. Überblick. Herzlichen Dank, Herr Lutz. Wir kommen gleich natürlich nochmal auf die Taxonomie zu sprechen, die Sie angesprochen haben. Herr Streibel, wie können die Preise wieder gesenkt werden? Haben die Freien Wähler da vielleicht Vorschläge? Gut, also wir denken, dass die Preise, also ja, dass man sie mit einem Drei-Stufen-Plan vielleicht senken kann, aber ich möchte vielleicht auch nochmal darauf eingehen, um was es jetzt eigentlich ja geht. Also die Energiekosten, also unsere ganze, sagen wir, westliche Zivilisation, unser Wohlstand, unsere Wirtschaft in Bayern basiert auf der Energieversorgung. Dass wir brauchen für alles, was wir in unserem Land machen, brauchen wir Energie. Und da ist der Energiepreis natürlich ein ganz großer Schlüssel für den Wohlstand in der Zukunft. Und sagen wir, wenn hier die Preise so steigen, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind mit anderen Ländern, anderen Nationen, dann wird sich da ganz schnell was verschieben. Also nämlich, also momentan sind wir ein Land, wo mit Zuzug in Bayern, weil es ein attraktives Land ist, aber weil es auch attraktive Arbeitsbedingungen gibt. Und wenn der Energiepreis so wird, dass man merkt es ja dann schon, also allein bei den Mietnebenkosten, wenn die dann plötzlich immer mehr steigen, dann kann man sich irgendwann nicht mehr leisten, auch hier zu leben. Und wenn das Gleiche gilt natürlich auch für die Industrie und die Wirtschaft, wenn die Stromkosten also so steigen oder die Energiepreise so steigen, dass man sich's nicht mehr leisten kann, dann wird man abwandern. Und das heißt dann, dass dann letztlich Arbeitsplätze bei uns fehlen werden und dass dadurch also der Wohlstand in Bayern auch extrem gefährdet ist. Also an der Energiefrage hängt letztlich unser Wohlstand, unsere Kultur auch und unsere Zivilisation. Und diese Frage müssen wir natürlich lösen. Und wie können wir es das schaffen, dass die Energiepreise stabil bleiben? Also, und das heißt ja nicht nur im bundesdeutschen Kontext, sondern eigentlich im internationalen Kontext auch. Und das von unserer Seite sagen wir, dass wir natürlich auf eines kurzfristig schauen müssen, wie man möglichst schnell und effektiv auch erneuerbare Energien, da wo es geht, ausbauen können. Das eine ist natürlich auch die 10H-Regelung, dass wir die evaluieren müssen und schauen müssen, wie können wir hier einen Weg finden, dass wir mehr Windenergie schaffen können, um hier also auch kurzfristig einen Mehrbedarf abdecken können. Letztlich ist es dann auch mit PV-Speicher und PV-Programmen, also Sonnenenergie, was man hier machen kann. Also, dass man hier auch schaut, wo sind Flächen, also entweder auf Gebäuden oder auch in der Natur, wo die man dafür verwenden kann. Eine Sache, die noch überhaupt nicht so groß gesehen wird, ist natürlich die Frage der Wasserkraft. Also da denke ich, da sind auch noch einige Möglichkeiten. Also es gibt gerade auch heutzutage auch neue, moderne Wasserkraftwerke beziehungsweise Schachkraftwerke, die also auch umweltverträglich funktionieren. Und wir haben im Grunde in Bayern 30.000 Querverbauungen in Flüssen, die nicht energetisch genutzt werden, aber die auch sozusagen umgebaut werden müssen qua EU, damit der Fluss durchgängiger wird. Und hier könnte man allein, wenn man hier, also sagen wir, ein Drittel von diesen Querbauten energetisch nutzen würde, hätte man die Energie von zwei Kernkraftwerken. Also das heißt, also allein da könnte man auch eine dezentrale Energieversorgung, also vorantreiben.
mittelfristig sehen wir also eine große Chance auch in dem Wasserstoff, dass wir hier also stärker in die Wasserstofftechnologie gehen, weil das letztlich zwar ein Speichermedium ist für den Strom, aber ein Mittel, also wo man dann also Strom erzeugen kann. Wir können die Mobilität damit bedienen, wir können auch Häuser damit beheizen. Also das ist eine Sache, die da möglich ist, aber da muss man auch schauen, wie kann man dann also durch überschüssigen Strom, also aus Windkraft oder Photovoltaik, Wasserstoff gewinnen oder vielleicht wie kann man dann auch Kooperationen eingehen. Langfristig sehe ich da eine Perspektive, gerade also wo ich schaue, gerade was die Kernfusion betrifft, als neue Technologie, an der zwar schon lange geforscht wird, aber die auch große Sprünge jetzt macht, dass wir hier also auf neue Technologien also gehen können, um den Energiehunger, den wir im Land haben, also letztlich auch stillen können.